Guten Tag, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Eisenbahnromantik. In dieser Sendung sind wir in der Schweiz zu Gast, genauer gesagt in Graubünden bei der Arosa-Bahn. Sie ist 26 Kilometer lang, führt von Chur nach Arosa und hat zahllose Galerien, Tunnel und Viadukte. Und sie hat den Charme einer über 100 Jahre alten Bahnlinie. Die Arosa-Bahn ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert, am meisten vielleicht sogar im Winter. Eine Gebirgsbahn und eine Straßenbahn. Wilde Schluchten. Und der Ansturm der Skifahrer. Vom Gipfel aus wirkt die Bahnstrecke wie ein schmaler Strich in der Landschaft. Aber die Bahn von Chur nach Arosa ist eine wichtige Verkehrsachse. Sie ist zwar nur eine Stichbahn in den Wintersportort Arosa, doch ohne sie wäre der Verkehr hier nicht zu bewältigen. Sie hat eine große Bedeutung, und zwar für die Rätische Bahn, aber vor allem für die touristische Region Arosa. Fahren ja immerhin eine halbe Million Fahrgäste jedes Jahr von Chur nach Arosa. Die Arosa-Bahn hat den größten Anteil an öffentlichem Verkehr. Also über 50% der ankommenden Gäste kommen mit der Rätischen Bahn in Arosa an. Der Bahnhof von Chur ist ein großer Verkehrsknoten. Hier treffen sich die Rätische Bahn und die Schweizerischen Bundesbahnen. Von hier besteht Anschluss nach Zürich, aber auch zu den anderen Strecken der Rätischen Bahn nach St. Moritz oder Davos. Wir treffen Peter Hertli. Jahrzehnte war er Sprecher der Rätischen Bahn. Er kennt hier alles und jeden. Gut, dann sage ich dir jetzt ciao und eine gute Fahrt und wir sehen uns ja wieder. Die Chur-Arosa-Bahn fährt zunächst einmal mitten durch die Stadt. Chur gilt als die älteste Stadt der Schweiz und sie war immer ein Handels- und Verkehrszentrum. Über Jahrhunderte prägte der Transitverkehr über die Alpen die kleine Stadt, die heute rund 35.000 Einwohner zählt. Doch der technische Fortschritt brachte den Graubündnern erst einmal gewaltige Probleme. 1881 wurde ja der Gotthardtunnel eröffnet und gleichzeitig in ganz Graubünden brach eine große Depression, eine wirtschaftliche Depression aus, weil über Nacht der ganze Transitverkehr über die Alpen, über Chur zum Erliegen kam. Die Lösung des Problems waren schmalspurige Lokalbahnen. Ein Streckennetz, mit dem nicht versucht wurde, den Transitverkehr wiederzugewinnen, sondern das die Region vor allem auch für den Tourismus erschließen sollte. Auch die Chur-Arosa-Bahn gehört zu diesem Konzept. Sie war ursprünglich eine unabhängige Eisenbahngesellschaft. Erst 1942 kam sie zur Rätischen Bahn. Gleich nach der Stadtgrenze geht es in das enge Tal der Plessur.
Typisch für diesen Streckenabschnitt sind die Galerien, die die Strecke vor Steinschlag und Lawinen schützen sollen. Im Osten der Schweiz liegt Chur als Zentrum der Rätischen Bahn. Von Chur führt die rund 26 Kilometer lange Strecke über Lyon-Castil, St. Peter-Molinis, Paist, Langwies und Lizzi-Rüti nach Arosa. Berühmt ist die 1914 eröffnete Bahnlinie für ihre Brücken und Viadukte. Und natürlich für die Ausblicke ins Tal. Vom Zug aus fällt der Blick auf das Dorf Molinis, das im Winter nur selten so viel Sonne abbekommt wie in diesem Moment. Spannend auch, was auf dem Nebengleis passiert. Es wird Holz verladen. Auf wenigen Schmalspurbahnen wird noch so intensiv Güterverkehr betrieben. Typisch auch die Bahnhofsgebäude mit ihren Sinnsprüchen. Fürcht nicht die Welt, greif tapfer an. Fürcht nicht die Welt. Das tun die Lokführer hier wohl kaum. Doch an den dauernden Blick in die Tiefe muss man sich erst einmal gewöhnen. Das Dorf Paist. Es liegt wie die meisten Orte hoch über der Bahnlinie. Sie braucht länger als die Straße, um an Höhe zu gewinnen. Der Zug aus Chur kämpft sich die steile Strecke hinauf. Auch hier gegrüßt von einem Sinnspruch. Eisenbahnbauer sind offenbar Optimisten. Ja, man sieht das hier an den Anschriften. Es eilt die Zeit. Mensch, sei bereit. Das ist das manifestiert, das symbolisiert die Aufbruchstimmung im Jahre 1914 bei der Eröffnung der Chur-Arosa-Linie. Oder auf einem anderen Bahnhof steht, wo ein Wille ist, auch ein Weg. Also das ist typisch. Das war wirklich die Aufbruchstimmung. Trotz Aufbruchstimmung blieb sie unbeschadet. Am Bahnhof steht eine der ältesten Eschen Europas. Rund 300 Jahre ist sie alt. Bedeutend älter sind wohl die Steinmannli in den Schluchten. Aufbruchstimmung gehörte sicher dazu, um eine so aufwendige Bahn zu bauen. 60 Promille ist sie steil. Dreimal so steil wie eine normale Strecke. Sie hat damit einen Spitzenplatz in der Welt. Die Züge sind langsam, aber das hat hier seinen besonderen Reiz. Ja, es ist eine Abwechslung da. Einmal langsam fahren, einmal etwas schneller. Also da, wo man zum Teil die Leute fast noch kennt und die Tiere fast beobachten kann. Wild gibt es tatsächlich viel an der Strecke. Dem langsamen Zug auszuweichen, hat es keine Probleme. Der Langwieser Viadukt. Das Wahrzeichen der Chur-Arosa-Bahn. 284 Meter ist er lang und 62 Meter hoch. Die größte Brücke im Netz der Rätischen Bahn. Eine Pionierleistung, denn der Langwieser Viadukt war die erste Stahlbetonbrücke dieser Dimension. Grund für diese Konstruktion war der Mangel an Natursteinen. Geröll, aus dem man Beton herstellen konnte, gab es dafür zuhauf. Das Gelände bereitete den etwa 1000 Arbeitern große Schwierigkeiten. Immer wieder stürzten bereits fertige Tunnel oder Gleisabschnitte ein. Trotzdem wurde die ganze Strecke in nur 2 Jahren fertig.
Lizirüti, das letzte Dorf vor Arosa. Wie alle Stationen ist auch diese im Chalet-Stil erbaut. Für Fortschritt und Verkehr, dem Bündnerland zur Ehr. Die Bahn, damals Sinnbild für den Aufbruch in das Zeitalter des Wohlstands für die Bergregion. Der Zug nähert sich Arosa. Rund 1000 Höhenmeter überwindet der Triebwagen auf der nur 26 Kilometer langen Strecke. Es geht eigentlich immer nur bergauf. Der erste Blick auf Arosa. Der Ort geprägt von Hotels und Pensionen. Alles wird hier für den Wintersport getan. Ein neuer Steg über den Bahnsteig führt Skifahrer direkt zu Gondel und Piste. Arosa, eine der besseren Adressen für den Wintersport. Man misst sich mit Klosters, Davos, St. Moritz. Angefangen hat alles mit Lungensanatorien. Die Höhenluft bekam den Kranken. Anfang des letzten Jahrhunderts entwickelte sich Arosa zu einem Ort, an dem sich die betuchten Lungenkranken Europas trafen. Auch das Bella Vista war einst ein Sanatorium. Erst Ende der 50er Jahre wurde es zum noblen Wintersporthotel. Das Haus ist ein Familienbetrieb und Hotelier Thomas Blatter hat großen Respekt vor den Erbauern der Bahn, die kurz vor dem Ersten Weltkrieg in den Tourismus investierten. In dieser Zeit mit wenig Finanzen, mit zweimaliger Nachfinanzierung so eine Bahn zu bauen, das kann ja nur Enthusiasmus gewesen sein. Die Bahnhöfe sind alles gottesfürchtige Sprüche. Sind ja nicht, greift tapfer an, fürcht nicht die Welt. Das geht alles in dieselbe Richtung. Also man hat damals wirklich, obwohl es ganz dunkel war in Europa durch den Krieg, hat man an die Zukunft geglaubt. Und die alte Zeit lebt weiter. Zumindest in Details. Die Hauptkur hat eigentlich daraus bestanden, dass man auf eben diesen Davoser liegen wunderbar bequem gelegen hat, zur Südseite die Berge angeschaut hat, verordnete Ruhe bekommen hat, tagelang, monatelang. Wir betreiben einen sehr großen Aufwand. A, tun wir unsere Liegen, die wir haben, jedes Jahr restaurieren. Da kommt ein Mann, zwei, drei Tage, der repariert die, also ein Korbflechter repariert die ganzen Liegen. Und das Schöne ist ja die Originalität, dass es wirklich 100-jährig ist. Und das lieben wir. Da steht vielleicht ab und zu mal ein Nagel raus, aber das gehört vielleicht dazu. 1937 am Bahnhof von Chur. Fast wie heute drängen sich die Wintersportler um den Zug der Chur-Arosa-Bahn. Es ist die Zeit, in der sich der Wintersport so richtig entwickelt. Die Fahrzeit von nur gut einer Stunde bis nach Arosa macht auch kurze Tagesausflüge möglich. Die Zahl der Ausflügler, die sich durch die wilde Bergwelt auf die Pisten hinaufschleppen lassen, nimmt sprunghaft zu. Von Anfang an war die Bahnlinie elektrisch betrieben. Blick auf Arosa. Er hat sich zwar verändert, aber schon damals dominierten die noblen Herbergen. Der Zug fährt ein und der stille Bahnhof verwandelt sich in einen Rummelplatz. Es kommen die ersten Massen, die ersten Skilifte entstehen in dieser Zeit und die Skifahrer lösen langsam die Lungenkranken ab. Apropos Lungenkranke. Hier soll übrigens Thomas Mann zu sehen sein. Der Ort im Roman Zauberberg soll Züge von Arosa und von Davos haben. Heute ist Arosa ein moderner Wintersportort, auch dank der Bahn, die im Winter rund die Hälfte aller Reisenden in die Skiregion bringt. Aber Arosa bietet auch Beschauliches abseits des Pistenrummels. Pfarrer Thomas Müller,
ist auf dem Weg zum wohl faszinierendsten und zugleich unscheinbarsten Gebäude Arosas. Am Ende des kleinen Friedhofs steht das Bergkirchli. Und das seit mehr als 500 Jahren. 1493 wurde die kleine Kirche errichtet. Ich habe das Gefühl, dass die Leute, die damals die Kirche gebaut haben, einen Kraftort ausgesucht haben. Man spürt das auch, wenn man hier drin ist. Es ist wie ein spezieller Ort. Aber nicht nur Alter und Ort der Kirche sind sehr speziell. Die Holzdecke mit ihren Malereien ist noch original aus dem 15. Jahrhundert. Die Farben blieben offenbar dank des guten Klimas in ihrer Leuchtkraft erhalten. Und es gibt noch eine Besonderheit. Wir haben hier verschiedene Sterne. Man sitzt unter dem Sternenhimmel hier in der Kirche. Und das sind eigentlich die Nägel, die diese Decke im Dachgebälk befestigen. Der Maler hat dann Sterne gemalt, 144 Sterne, 12 mal 12, das ist eine vollkommene Zahl. Die Kirche, die wurde fast aufgegeben um die Jahrhundertwende, weil als Arosa ein Lungenkurort wurde, hatte man so viele Leute plötzlich hier, dass die Kirche nicht mehr reichte. Und dann hat man eine große evangelische Kirche gebaut, eine große katholische Kirche, sogar eine englische Kirche. Und hier wurde es zu einem Geräteschuppen für den Friedhof. Und dann hat es zum Glück in den 20er, 30er Jahren einen Verein gegeben, der gesagt hat, ja, aber man kann dieses Kleinod nicht einfach sich selbst überlassen. Und die haben sich dann dafür eingesetzt, dass die Kirche heute wieder genutzt wird. Kaum weniger alt als die Kirche ist das Haus, in dem das Heimatmuseum von Arosa untergebracht ist. Die noch junge Geschichte des Skifahrens wird hier gezeigt. Ruth Licht hat einen Großteil ihres Lebens in Arosa verbracht. Die ehemalige Fotografin widmet sich nun seit vielen Jahren der Heimatgeschichte. Den Aufschwung der Region zum internationalen Skiort hat sie selbst miterlebt. Ich habe mit 6 Jahren meine ersten Skier bekommen, war sehr stolz darauf. Und naja, es war natürlich früher unsere Pisten nicht so, wie soll ich sagen, Autobahnen, wie wir sie heute antreffen. Also es war schon auch vom Material her viel schwieriger, Ski zu fahren wie heute. Aber wir haben das natürlich auch mit Freude getan. Das einfache Dorfleben hat sich durch den Bahnbau massiv verändert. Arosa wurde förmlich überrannt. Also ich kann mich erinnern, ich habe in Basel gearbeitet und da fuhren im Winter fuhr ein Zug um 4 Uhr morgens von Basel weg, damit man das Skigebiet Arosa, Davos, auch in einigermaßen guter Zeit erreichen konnte, um den Tag auszunutzen. Muss ich vorstellen, die Postkutschenfahrt, die ging 6 Stunden. Von Chur nach Arosa und später hat man das dann in 1 Stunde und 1/4 erreichen können. Die Strecke nach Arosa brachte zwar den wirtschaftlichen Aufschwung in die Bergregion, aber auch gewisse Verkehrsprobleme in die Kantonshauptstadt Chur. Die Bahnsteige der Arosa-Bahn liegen nämlich vor dem eigentlichen Hauptbahnhof und der Bahnhofsvorplatz wurde so zum Ort verkehrlicher Anarchie. Noch 1997 wirkte der Churer Bahnhofsvorplatz fast improvisiert. Eisenbahn, Fußgänger und Autos standen in Konkurrenz. Damals waren noch die alten Gleichstromtriebwagen unterwegs. Und die Verkehrsführung in der Stadt kostete alle Beteiligten durchaus Nerven. Seitdem hat man Eisenbahn- und Autoverkehr neu geregelt. Allerdings dürfte es für Nicht-Einheimische durchaus noch überraschend sein,
wenn ihnen mitten in der Stadt gelegentlich ein Güterzug entgegenkommt. Der Bahnhofsvorplatz wurde gründlich verändert. Die Bahn nach Arosa hat eigene Bahnsteige direkt vor dem Hauptbahnhof bekommen. Und der Durchgangsverkehr für Autos läuft anderswo. Trotzdem, die alten Anekdoten über die ehemals kuriose Verkehrssituation sind noch lebendig. Und da passierten auch groteske Situationen. Beispielsweise ist eine Frau mal abends da über den Zug geklettert. Und da stand ein Zug, ein Viehzug, da gab es noch früher Viehzüge. Der stand hier leer bereit, um nach Arosa zu fahren, um das Sömmerungsvieh abzuholen im Herbst. Und ich stand auf der Plattform des Wagens und der Zug fuhr weg. Und da hat sich die gute Frau gedacht, ja, der wird ja irgendwo halten, da Stadt, Kurstadt oder vielleicht in Saas oder so. Nein, das war ein nächster Zug und der fuhr direkt mit dieser guten Frau bis nach Arosa. Im Herbst ist halb erfroren angekommen und man sagt dann, dass der Vorstand wie die Rätische Bahn Mitarbeiter halt so sind, hilfsbereit mit dem Auto nach Chur zurückgefahren hat. Viehzüge gibt es nicht mehr. Allerdings war Eisenbahnromantik schon einmal 1997 an der Arosa-Bahn. Und damals konnte noch einer der Viehtransporte beobachtet werden. Ein damals schon fast 100 Jahre alter Triebwagen der Bernina-Bahn brachte die Rinder auf den Weg. Der Güterverkehr spielt immer noch eine große Rolle, auch wenn reine Güterzüge wie dieser selten sind. Meist werden Güterwagen an die Personenzüge angehängt. Tausende Lastwagenfahrten können so eingespart werden. Die Hauptsache ist allerdings der Personenverkehr. Im Stundentakt fahren die Züge zwischen Chur und Arosa. Die Eisenbahn zieht aber nicht nur Touristen an. Eigens wegen der Bahn kam Markus Tilpe in die Schweiz und er blieb. Er betreibt mit seiner Frau das Café Perron 2 im Churer Hauptbahnhof. Es hat sich inzwischen herumgesprochen, dass der Deutsche nicht nur im Bahnhof ein Café betreibt, sondern sich der Bahn mit Haut und Haaren verschrieben hat. Ich bin Eisenbahnfreund und ich bin von Berlin in die Schweiz gekommen vor 8 Jahren. Faszination Rätische Bahn, das war eigentlich ausschlaggebend, mich hier in diesem Kanton und speziell in Chur, St. Peter-Molinis, niederzulassen. Wir haben natürlich hier die Eisenbahner als Stammkundschaft, natürlich Lokiführer, Kondukteure und natürlich auch viele Eisenbahnfreunde aus aller Welt. Für Katrin Tilpe eine enorme Umstellung. Und das wegen der Eisenbahn. Einfach die Landschaft und ja, und wir wohnen ja auch schön da in der Bahnstation da drin. War natürlich ein ziemlicher Schritt, den wir gemacht haben, weil wir kommen aus einer Großstadt und in so ein kleines Dorf reingezogen. Aber also wir haben uns da eigentlich ganz gut eingelebt und wir fühlen uns dort wohl. Das Café im relativ großstädtischen Chur ist nur das eine. Denn für Markus Tilpe beginnt und endet der Tag stets mit der Eisenbahn. Direkt vom Arbeitsplatz gelangt er mit dem Zug nach Hause. Die Schaffner kennt er schon alle. Und wie könnte es anders sein? Markus Tilpe
wohnt in einem Bahnhof an der Arosa-Bahn. Auf halber Strecke lebt das Ehepaar in einem winzigen Dorf. Ganz mit der Eisenbahn. Das ist natürlich der perfekte Eisenbahnertraum. So kann man natürlich seinen Traum in die entsprechende Praxis umsetzen. Und ja, natürlich von Tür zu Tür mit der Bahn und nur mit der Rhätischen Bahn. Zum Anfang, als wir eingezogen sind, die Streckenbauarbeiten finden ja meistens in der Nacht statt. Dort hatten wir auch hier Bahnarbeiter. Und wir haben sie kennengelernt, indem wir um 3 Uhr nachts einen Kaffee serviert haben und einen großen Topf Spaghetti für die Bahnarbeiter gekocht haben. Und sie waren sehr erfreut darüber und wir waren erfreut darüber. Weil wenn man Eisenbahner mit Herz ist, dann ist man natürlich auch für die Angestellten der Bahn gerne da. Die Arosa-Bahn. Hier geht es nicht nur um Züge und Pünktlichkeit. Immer waren es die Eisenbahner, die diese Strecke liebenswert gemacht haben. Wir warten mit Peter Hertli auf den langjährigen Stationsvorsteher von Arosa. Im Dienst ist er schon lange nicht mehr, aber an seinen alten Bahnhof kommt er noch gerne zurück. Hey, ciao, ciao. Willst du nicht hinterher schauen? Wir gehen gerade da vorne. Ja, super, bist gut gereist. Ja, immer mit der RHB von Arosa. Christian Luzi haben wir 1997 schon einmal getroffen. Gut, danke, fertig. Achtung, Gleis 2 folgt der Regionalzug von Chur. Gleis 2, bitte Vorsicht. Ich bin nicht gerne nach Arosa gekommen. Es war Mai, hat noch Schnee hier. Ich sagte, da wirst du nicht alt. Und als ich dann ein halbes Jahr hier war, hat es mir so gut gefallen, dass ich mich beworben habe, zum immer hier bleiben. Dann, wie gesagt, war ich dann 23 Jahre da in Arosa und mir hat es sehr gut gefallen. Sehr viele internationale Gäste, sehr schöne Landschaft und interessante Arbeit. Und der technische Bereich, der sich laufend geändert hat, hauptsächlich Sicherungsanlage, Rollmaterial neu. Als wir daher kamen in den 60er Jahren, waren wir die Sicherungsanlage. Unsere Hilfsmittel waren Befehlsstab, Flagge, Papier, Telefon. So konnten wir die Sicherung gewährleisten. Passiert ist eigentlich nichts. Wie kenne ich den Luzi, den Hitsch Luzi, Christian Luzi? Ja, ja, beides, ja. Als einer der letzten klassischen Bahnhofvorstände mit Kranz am Hut, mit allen Schikanen, ja, ja. Und mit viel Kompetenz und auch eine gewisse Autorität, welche den Betrieb total im Griff hatte auf der Chur-Arosa-Linie. Ja, das war so. Ich war sozusagen Betriebsleiter von der Chur-Arosa-Bahn. Der Region nach Chur, fahrplanmäßige Abfahrt, 15:48 Uhr. Die Chur-Arosa-Bahn gibt es nun schon mehr als 100 Jahre. Und für die Region ist sie heute wichtiger denn je.